kommen wir jetzt zu einer K-Pop-Story. Eine Freundin von mir, jetzt nicht mit der ich die anderen Zombies schon erlebt habe, sondern eine andere Freundin, wir nennen sie jetzt mal Jasmin, der hatte ich sehr viel mit K-Pop zu tun. Wir hatten eine K-Pop-Gruppe in Hannover, mit der wir uns öfters getroffen haben. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, eine Facebook-Gruppe, einfach alles. Wir waren da zu dem Zeitpunkt leicht übertrieben süchtig, wenn ich das mal so beschreiben darf. War schon sehr heftig, diese Zeit. Starbucks, ich vermisse dich. Okay, auf jeden Fall war ich so in the mood, dass ich mir damals einen EXO-Pulli bestellt habe. Ich weiß nicht, ob man den noch kennt, diesen ganz schwarzen Pulli, wo hinten die, da so hinten die Rückennummer stand und auch noch ein Member-Name. Ich weiß gar nicht mehr, welchen ich damals hatte. Ich glaube, ich hatte Suho. Ich bin mir aber nicht mal hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, Jasmin hatte so einen Pulli nicht und ich fand den total toll und so. Dann sagte so zu mir, willst du den nicht morgen in der Schule tragen? Ich so, ja, aber voll peinlich, nur so. Weil keiner kannte zu dem Zeitpunkt so wirklich K-Pop. Und das war so ein bisschen unangenehm. Man hat sich wie so ein Alien gefühlt. Und sie hat gesagt, ja, komm mal einfach. Ich so, ja, okay. Hab den auch schön morgens angezogen, noch eine extra Jacke rüber, obwohl es gar nicht so kalt draußen war. Ja, und dann ich damit zur Schule. Und dann irgendwann so, ach scheiße, bist du einfach so mit rumgelaufen. Aber hat trotzdem diese Blicke von den anderen war ziemlich unangenehm. Aber ich kann sagen, ich war mit Mexopoli in der Schule. Jeder kennt's. Die erste Convention in seinem Leben. Man möchte ein Cosplay tragen, was man vom Herzen sich irgendwo kaufen möchte. Und dann stößt man auf eine Seite, wo man denkt, man kann da bestellen. Passiert nichts, alles okay. Mit Jasmin, mit der ich auch die K-Pop-Story erlebt habe, die wollte mit mir damals tatsächlich auf die Nikon in Hannover gehen und wir wollten unbedingt cosplayen beziehungsweise auch so vielleicht Lolita-Style-mäßig was machen. Aber wir wussten nicht, wie wir an diese Sachen kommen. Heißt, man hat gegoogelt. Und so mit so schönen 14, 15 Jahren. Sehr seriöse Seiten gekommen natürlich. Wir haben halt so durchgeschlöbert und geguckt und wir fanden diese Lolita-Kleider so toll. Und die waren noch nicht teuer. Das waren so, glaube ich, mal so 80 bis 150 Euro pro Kleid. Und wir dachten uns so, ne, wir hatten beide schon vorher, kurz vorher noch Geburtstag und dachten uns, ja, das geht, ne. Meine Mutter sollte das dann bestellen. Die ist dann auf diese Seite gegangen, hat gesagt, wenn ich das jetzt bestelle, kommt das nächstes Jahr im Januar irgendwann vielleicht mal an. Das war die Seite Milano. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Leute von euch kennen. Auf jeden Fall wollte meine Mutter da bestellen. Für uns diese ganzen Kleider. Aber es war ein totaler Reinfall, weil diese ganze Bestellung, die wir dann im Warenkorb hatten, das war dann nicht mehr lieferbar. Dann sind wir durcheinander gekommen mit diesen ganzen Größen. Ende vom Lied war, sie hat es nicht bestellt. Weil es aus China kommt oder wo sonst auch noch her das alles kam. Und dann sind wir halt mit zusammengewürfelten Sachen zur Nikon. Ich habe dann tatsächlich vorher... Ich war so stinkig auf meine Mutter, dass sie das nicht gemacht hat. Na, aber jetzt so im Nachhinein denke ich mir, Mama, ich bin stolz auf dich. Ich habe mir dann damals ein Cosplay zusammengeschustert und zwar, ich zeige euch das lieber. Ich weiß gar nicht, ob das viele kennen. Und zwar Yukina von XX, mir habe ich dann gecosplay in ihrem Schuloutfit. Ich habe mir dann diesen Rock, diesen Karo-Musterrock, diesen wunderschönen grün, habe ich mir nachgeschneidert. Mit meinen super tollen Nähkünsten, die ich zu dem Zeitpunkt hatte und ich nicht wusste, wo überhaupt ich was machen sollte. Ich habe irgendwie was genäht. Ich habe diesen Rock tatsächlich noch. Ich hole den, glaube ich, mal. Als erstes zu meiner Verteidigung, ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht wirklich nähen. Ich hatte keine Ahnung davon. Und ich habe, glaube ich, 15 Kilo weniger gewogen als zu dem jetzigen Zeitpunkt. Also nicht aufregen.
Und das verpasslich, also farblich passt das auch nicht so wirklich, weil ja so gelbe Streifen so mit drin sind. Ich habe wochenlang nach diesem Stoff gesucht. Ich habe den noch online bestellt. Online sah der anders aus. Danke Amazon. Naja, auf jeden Fall, so sieht der Ganze aus. Der passt mir sogar noch. Wenn ich den Bauch sehr einziehe, dann passt mir der auch noch. Es war so ein Faltenrock. Ich wusste tatsächlich nie, wie ich das richtig machen soll, aber der schwingt trotzdem so schön beim Gehen. Da war ich sehr, sehr stolz drauf. Ich habe auch diesen Reißverschluss. Natürlich, innen drin darf man sich das nicht angucken. Das ist total der beste Rock überhaupt geworden. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann Yukina gekostet. Ich habe mir dann noch eine Krawatte so irgendwie Pi mal Daumen so hingeschustert, dass es irgendwie passt. Ach, schlimm, 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 schlimm. Und sie hatte tatsächlich dann ein Jasmin, also, ne? Jasmin, die hatte dann ein Lolita-Kleid bestellt gehabt auf Amazon. Das war so ein blau-weißes Matrosen-Lolita-Kleid. Und da sind wir dann so losgestreckt und so. Das Schlimmste war aber noch diese braune Perücke. Die Yukina, die hatte ja so einen hohen Pferdeschweif. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich an dieser Perücke gesessen habe, um diese Frisur hinzukriegen. Ich habe dann, meine Mutter hat dann tatsächlich unsere Friseurin angerufen zu dem damaligen Zeitpunkt, ob die das vielleicht machen kann, eine Perücke so hochstecken, ob das funktioniert. Wir sind uns tatsächlich da hingefahren und sie hat da echt geguckt und gesagt, boah, nee, das geht nicht, die ist viel zu schwer, das wird niemals halten. Jetzt ist man natürlich so weit und sagt, okay, Ponytail, drin geklippt, ne? Aber früher so, ich habe alles probiert. Ich habe da mit Glätteisen, mit Föhn, mit tonnenweisen Haarsprays und sowas habe ich da rumhantiert mit dieser Perücke. Ich habe da locker 2 Wochen versucht, da irgendwie einen Pferdeschweif hinzukriegen, bis ich mir gedacht habe, boah, nee, kein Bock mehr. Ich bin die einfach hier hinten zusammen und gut ist. Aber ich wurde tatsächlich damals erkannt, auch von Nikon, von Leuten, wo man da so lang gegangen ist, natürlich, das hat man so gesehen, so die ersten Convention, das allererste Mal da. ich habe da damals so welche Tuscheln so gehört, ich glaube, das ist Yukina aus XXMe. Ich bin mir aber nicht sicher. So ein Moment, der war toll. Das war so meine erste Con-Geschichte.